wurde gemessen und die Heber dürfen nicht mehr wie 3 Zentimeter Schuhhöhe haben. Also sonst wäre es disqualifiziert und ich habe jetzt quasi alle Schuhe an. Und wenn es höher ist, dann dürfen sie die Schuhe nicht anziehen. Kann man da mit der Höhe der Schuhe was bewirken? Nee, aber es steht im Regelwerk, dass die nicht höher als 3 cm überhöht sein dürfen. Und nachdem sie die einzig vertrauenswürdige Person hier im Raum ist. Nicht mit Wettbewerbs. Was? Wenn alle die gleiche Kraft haben, gewinnt der mit den längeren Beinen. Da eben der Stein für alle gleich ist, die Tritthöhe für alle gleich ist und somit die Beinlänge und natürlich die Kraft entscheidet. Außer man macht es wie der Martin Wilder mit der Elf hier vorne, der normalerweise den Stein auch vor dem Körper hochheben kann. Für den spielt das keine Rolle. Sieht man aber eine ganz blaue Schuhe an, weil es dem total egal ist, wo er wegheben muss. Das ist einer mit Chancen, ja? Das ist der, der die letzten Jahre gewonnen hat. Das ist ein österreichischer Strongman. Genau. War schon Weltmeister vor 2 Jahren. 8-0 war gleich drauf. Top-Favorit, genau. Aha. Sperrst du zu? Sperrst du, geh. Die übrigen Nummern weg. Da ist schon sehr schwer. Besser hoffe. Wir sind rechts ausgekommen, wir sind rausgerutscht. Jetzt schauen wir, was der zweite Versuch macht. Rücken. Ein paar Zentimeter werden schon noch gehen, hoffe ich. Das hoffe ich auch. Die 6 wollen wir sehen davor. Ja, das wird es halt wahrscheinlich nicht werden, aber die 3 mm packen und die wollen wir noch verhindern. Ah, das darf ich auch sagen. Und was sagt der Old Champion hier? Immer in Alter. Ganz gut eigentlich. Super, oder? Jetzt komm, hilft's ihm ein bisschen. Wie viel im zweiten Versuch? Am Feuer!
will der Flori noch mehr heben. Was ist denn hier los, schlaft's hier schon? Genau. Und mit 60,2 cm, glaube ich, hat er würdigerweise gewonnen.